Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich, ja tatsächlich, den wahrscheinlich letzten Fashion Haul, den man hier auf diesem Kanal sehen wird. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Am Ende des Videos werde ich nochmal so ein bisschen was erzählen, warum ich tatsächlich auch in Zukunft davon absehen werde, Fashion Hauls zu drehen und auch Kooperationen dazu anzunehmen. Heute möchte ich euch aber gerne einen Fashion Haul zeigen, der tatsächlich auch noch ausstehend ist. Da habe ich Produkte von Chiquelle und von Shein wieder zugeschickt bekommen. Und tja, ich habe mich influenzen lassen von Özlem, von El Anilo, die jetzt ja mittlerweile für Freddywear arbeitet, und habe mir tatsächlich am Black Friday zwei Freddywear-Hosen bestellt. Und ja, ich würde sagen, ich habe eben tatsächlich das, was ich auch gleich einblenden werde, abgedreht und mir auch ein paar Notizen dann immer dazu gemacht und werde dann die Sachen auch getragen natürlich einblenden. Ich würde aber gerne tatsächlich starten mit Produkten, die ich eben nicht getragen habe, und das aus verschiedenen Gründen. Zuallererst, jo, ne, den habt ihr jetzt auch schon öfters mal bei mir gesehen, das ist der Ho 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 Haarreifen. Den habe ich von Shein zugeschickt bekommen und bei Shein habe ich den Code CLAUDISWELT. Damit müsstet ihr 15% Rabatt bekommen. Ich verlinke euch aber alles natürlich auch unten in der Infobox. Und außerdem habe ich mir auch noch diesen Haarreifen ausgesucht, den ich super süß fand mit dieser kleinen Mütze. Kann ich euch nur empfehlen. Also ich finde die total klasse und die waren auch relativ günstig, ne? Und ich habe das jetzt so zum Schminken oder einfach nur so, ne? Tatsächlich auch manchmal getragen, weil ich das einfach unheimlich süß fand. Wenn ich bei Instagram live gekommen bin oder sowas, habe ich die auch mal getragen. Oder ja, für Fotos finde ich das auch ganz schön, ne? Ich kann mir dann auch vorstellen, dass mein Freund und ich die Heiligabend tragen werden, wenn wir dann bei der Familie... komische Konstellation von Wörtern, sitzen werden und feiern werden. Und ja, genau. Dann habe ich mir auch noch ein paar so Lichterketten, sage ich mal, ausgesucht. Also ein paar sind wirklich zwei, ne? Also hier ist es einmal so kleine Stiefelchen. Ich habe die jetzt auch mal angemacht. Die wird mit zwei Doppel-A-Batterien betrieben. Und ich finde die sehr schön, ne? Also die ist ja jetzt nicht super hochwertig verarbeitet oder so, aber man hat halt hier so ein Stiefelchen und dazwischen ist das Licht und das sieht ganz hübsch aus. Das Einzige, was mir halt bei den Lichterketten von Shein so ein bisschen fehlt, ist der Timer. Also diese Timer-Funktion, die nutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich jetzt hier im Haus habe. Mein Freund und ich auch jetzt am Wochenende ziemlich viel dekoriert und ja, da haben wir überall die Timer-Funktion natürlich angestellt, dass es sich nach einer gewissen Zeit dann auch ausstellt. Ja, das tun die jetzt leider nicht. Da muss man dann aktiv durch die Gegend laufen und alle Lichterketten wieder ausmachen. Das ist ein bisschen blöd, ne? Und die hier, die habt ihr jetzt aber auch schon öfters bei mir im Video-Hintergrund gesehen, weil ich die hinten so rumgespannt hatte, ne? Fand ich total geil. Mit diesen Nikolausis, ne? Also ich finde die richtig cool. Ja, ist süß, es ist kitschig. Auch hier nicht die hochwertigste Verarbeitung, aber total niedlich. Und dann hat man hier auch wieder diesen ja, Transponder nicht. Nein, wie nennt sich das denn? Das Batteriefach quasi, ne? So, ja, dann habe ich mir auch noch Schuhe tatsächlich ausgesucht bei Shein. Musste aber leider feststellen, dass sie mir leider überhaupt nicht passen. Also sie sind mir wirklich zu klein. Und deswegen, ich konnte nicht aufrecht dann stehen. Also ich konnte sie im Sitzen tragen, aber sobald ich dann gestanden habe und meinen Fuß dann nach vorne rutschen wollte, keine Chance. Ich wollte sie euch aber trotzdem zeigen. Ich werde die dann tatsächlich spenden, ne, weil Rücksendung ist meistens halt einfach nicht erwünscht. Ist aber nicht schlimm. Da wird dann jemand anderes einfach glücklich mit werden. Oder ich frage bei mir im Freundeskreis nach, weil da haben auch welche die Schuhgröße 41. Und ich habe ja normalerweise, ach Quatsch, die Schuhgröße 40 und ich habe normalerweise die Größe 41. Und bei mir passt es halt nicht. Hier haben wir einen dicken Blockabsatz. So ein wunderschönes Olivgrün und den hätte ich so schön gefunden. Also ich hätte es so hart gefeiert, wenn der gepasst hätte, weil ich den einfach stylisch und schön finde. Das ist kein Schuh, der dich super wärmt. Also man sollte sie dann wirklich ein oder vielleicht sogar zwei Nummern größer bestellen, weil ich mir in Winterschuhe auch immer Einlagen reinlege. Ne? Also im Sommer lege ich mir immer so Anti-Schwitz-Einlagen in die Schuhe rein, generell. Egal welche Schuhe, egal wie teuer die waren. Ne?
Und im Winter lege ich mir immer so Lammfelleinlagen rein. Da mein Fuß hier schon nicht reingepasst hat, würden die Einlagen auch nicht passen. Aber meine Freundin Dani, ich kann mir vorstellen, dass sie da Bock drauf hat. Und ich sehe die tatsächlich jetzt nächste Woche kurz vor Weihnachten nochmal. Und dann frage ich sie einfach mal. Hier ist einfach so eine Schnürung, die eigentlich nur zur Zierde ist. Auch diese Schnalle an der Seite ist zur Zierde. Hier hat man so einen Reißverschluss. Und das fand ich einfach geil, ne? Dass du mit dem Reißverschluss rein und raus kannst. Und ich hätte so gerne gehabt, dass diese Stiefelette passt, weil die so hübsch ist. Wirklich, aber da muss ich halt jetzt mal gucken, ob ich eine ähnliche irgendwo finde, ne? Und ja, genau, das wären die Olivenstiefeletten gewesen, wo ich mich so sehr drauf gefreut habe. Und leider, wie das nun mal bei meinen Aschenputtelfüßen so ist, oder eben nicht Aschenputtel, sondern eher böse Schwiegerschwester, nicht Stiefschwester, sie sind ein Müh zu groß gewesen. Schade, Schokolade. Dann habe ich mir noch ein weiteres Paar ausgesucht. Auch das hätte ich so hart gefeiert, wenn es gepasst hätte, weil auch das sieht echt schick aus. Auch hier dünnes Material, dünne Sohle, ne? Also da muss man definitiv Einlagen reinpacken. Hier ist es so eine Wildlederoptik und das fand ich halt auch so schön. Das war ein nicht ganz so hoher Absatz und oh Mann, ich hätte das echt, hätte Fahrradkette, ne? Ich fand die wunderschön. Ich finde sie jetzt auch in live sehr, sehr schön. Auch hier haben wir wieder die Geschichte mit dem, wie das bei Stiefeletten, glaube ich, generell so ist, ne? Mit einem Reißverschluss einfach drin und die Materialzusammensetzung müsste auch auf der Shein-Homepage stehen und ja. Leider zu klein. Ja, aber hier, das wäre so toll gewesen, ne? Einfach zu einem Kleidchen oder sowas, dass ich dann so ein bisschen gröbere Stiefel anziehe und guck mal, wie niedlich diese Sohle ist. Es wird sich nie jemand angucken, aber da sind kleine Füße drunter. Das ist so hübsch. Ja, das sind so die Dinge, über die ich mich freue, ne? Schade. Naja, aber vielleicht, wie gesagt, passen die meiner Freundin Dani. Das fände ich persönlich nämlich am coolsten. Dann muss man das gar nicht allzu weit weggeben. Irgendwas ist eben im Nebenraum runtergefallen. Ich hoffe nicht, mein Freund. Ich glaube, dem ist nur irgendwas runtergefallen. Man weiß es nicht. Okay, so, eine Sache habe ich noch. Und zwar ist es eine Tischdecke. Ah, eigentlich sind sogar zwei, drei, vier, fünf Sachen. Ja, das ist eigentlich so ein Tischläufer, ne? Das wird bei uns gleich auf den großen Tisch gepackt, den wir von IKEA haben. Einfach so vorne, also so oben drauf, ne? Dass man da einfach so ein Weihnachtsmuster hat. Und ich mag es gerne kitschig, ne? Mein Freund ist dann noch ein bisschen kitschiger als ich unterwegs. Ich mag sowas. Ja, wirklich, so ein Klimbim, ne? Dann hast du ja auch noch ein Flauschi bei der Weihnachtsmütze mit dabei und so. Das ist so eine Jute-Optik. Es ist auch so ein bisschen gewoben, würde ich sagen. Ja, also schön finde ich es auf jeden Fall, auch dass wir außen drumherum so eine Bordüre haben. Und nee, ich finde es cool. Also das wird den Weihnachtstisch auf jeden Fall schön verzieren. Was klingelt denn hier? Ach so, ich bin hier gerade nur an Wasser. Klingelt ist dran gekommen. Okay, ja, finde ich schön. Ja, auch die werden jetzt gleich in eine Wäsche kommen. Ihr kennt, glaube ich, meine Passion für Weihnachtssocken auch in Sommertagen, ne? Und da gibt es natürlich auch bei Shein Weihnachtssocken, die ich mir jetzt bestellt habe. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Paar und ganz klassisch einfach, ne? Mit Rentieren drauf, ein bisschen Glitzer mit dabei, die klassischen Weihnachtsfarben, rot, beige, grün, blau, Gold, was auch immer, finde ich total klasse, werden jetzt in die Wäsche kommen und werden dann getragen. Ich hatte auch eben mal ein paar anprobiert, die passen auf jeden Fall. Also Socken sind eigentlich immer sehr dankbar, was das Ganze angeht. Und deswegen, ja, die sind gut. So, dann rutsche ich mal auf diese Seite und kann euch hier dann immer einblenden, wo die ganzen Sachen halt getragen werden, ne? Ich bin gestartet mit der blauen Hose von Freddy Wear. Das ist diese hier. Und beachtlich finde ich, oder sehr cool finde ich, dass man auch immer so ein Armband mitgeliefert bekommt. Ich mag zwar keine Armbänder, ich kann sie aber auch super weiter verschenken, also werden jetzt demnächst in Verlosungen und so weiter reinwandern. Genau, und da habe ich zuallererst die Hüfthose, ist es ja eigentlich viel mehr von Freddy Wear, mir bestellt, die hat so einen Gummibund hier oben, was ich schwierig finde. Also jetzt im Winter geht es klar, ich merke das auch kaum, aber im Sommer wird es auf jeden Fall schwitzig werden. Die sitzt wie eine zweite Haut. Die Beine sind ein bisschen zu lang. Ich habe die Größe M, bin 1,73 Meter groß und ich wiege 70 Kilo. Danach werde ich immer gefragt und das sage ich dann auch gerne in den Videos mit dabei, damit ihr halt eine Referenz habt, ne? Mir persönlich passt diese Hose halt wirklich gut. Ich hätte sie vielleicht in der Nummer größer nehmen sollen, also in der Größe L, weil sie doch sehr, sehr eng sitzt. Also man könnte fast schon sagen, Popo frisst Hose, ne? Also dieses klassische, sitzt aber sehr knackig. Mir persönlich fehlen ein bisschen die Hosentaschen und ja, aber ansonsten finde ich sie ganz angenehm, ne? Also ich finde sie auch vom Stoff her sehr schön, aber ich glaube, dass es eher eine Hose ist für mich oder eine Traggins vielmehr für kalte Tage. Als Oberteil habe ich dazu kombiniert von Chiquelle ein Oberteil.
Das ist jetzt so ein ganz klassisches, ich nenne es mal Fokuhila Oberteil in Grau. Ein Pulli halt. Ein ganz gemütlicher, chilliger Pulli in One Size. Also da ist jetzt auch nichts Großes, Spektakuläres zu sagen, außer dass der halt total chillig ist und ich den total doll finde. Und der halt, ja, halt vorne kurz und hinten lang ist. Der hat eine tolle Länge. Ich mag den richtig gerne. Hat einen schönen Rundhalsausschnitt. Sitzt super bequem und perfekte Armlänge, tolle Homewear und er ist halt einfach kein Figurenschmeichler, habe ich mir aufgeschrieben. Ne? Man sieht halt echt ein bisschen sackig damit aus, aber ich mag den gerne leiden. Also für mich ein schönes Teil. Die Hose, also ich habe hier neben mir einen Wäschekorb stehen, deswegen kommen die Sachen hier immer zur Seite. Die Hose habe ich dann jetzt auch für die nächsten Outfits mal ein bisschen auch angelassen und dann zu den anderen Sachen kombiniert. Ja, da habe ich schon das nächste Oberteil, das nächste Shirt von Chiquelle hier an. Das Atlanta Pulli Shirt ist total chillig. Ne? Also ist so ein richtiges Homewear-Teil mit einer tollen Armlänge. Ist einfach so ein Chili-Milli-Pulli, der von innen richtig muckelwarm gefüttert ist. Also das ist so richtig schön jetzt für den Winter. Ne? Also das mag ich gerne leiden. Der saß angenehm. Ich fand ihn jetzt auch nicht so durchsichtig oder so, ne? Weil ich trage ja auch einen dunklen BH darunter. Ja, den mochte ich ganz gerne. Lässig von außen, flauschig von innen und ja, ein schönes Teil, auf jeden Fall. Nach diesem Chili-Milli-Gedünsen kommen wir mal zu etwas sexy-hexy-mäßigem. Und zwar sexy und etwas schwierig finde ich dieses Oberteil. Das ist auch von Chiquelle, müsste auch in der Größe M sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, Medium. Es ist mir am Hals etwas zu eng und an den Hupis etwas zu weit. Ne? Ich habe halt irgendwie jetzt keine Dolly Buster-Hupen, sondern einfach ganz reguläre Hupi-Hupen. Und ja, also ich finde es cool, definitiv. Ich werde es auch super gerne kombinieren mit einer Hose, die High-Waist geschnitten ist oder mit einem Rock, der High-Waist geschnitten ist, weil es mir ansonsten einfach zu aufreizend ist. Aber irgendwie hat das was, oder? Ich finde, das hat irgendwas. Das habe ich noch dazu geschrieben. Nö, ja, nö. Außer, dass es halt, dass ich das mag. Ne, habe ich eben ja auch schon gesagt. Du hast halt hinten diese zwei Knöpfe, die du am Hals halt befestigen kannst, um das Ganze zu verschließen. Ich hatte auch schon überlegt, dass ich mir hier irgendwie eine Verlängerung oder sowas dran mache, damit ich da irgendwie das nicht ganz so eng am Hals habe. Weil ich habe halt keinen super schlanken Hals, ne? Ich habe halt einen Halshals. Und ja, finde das aber sehr, sehr, sehr sexy. Also das ist was für eine Date Night zum Beispiel. So leicht korsagenmäßig geschnitten, aber das ist jetzt nicht fest, ne? Also es sieht so ein bisschen erst so aus, als hätte man hier so Stäbe oder sowas drin. Hat man aber nicht. Irgendwie, ich finde das Teil geil. Und wenn mein Freund das an mir sehen würde, ich glaube, der würde es auch feiern. Dann wollte ich ein kleines Downgrade wagen und habe in der Größe One Size diese Strickjacke dazu mal kombiniert. Einfach, ja, ne, falls einem dann mal kalt wird, wenn man so bauchfrei durch die Gegend läuft. Ist auch schön lang, ist schön chillig, ist schön kuschelig und es hat jetzt nichts von Date Night, ne? Also das ist halt wirklich so eine Homeware-Geschichte oder Bürowear oder wann auch immer Wear. Ist super flauschig und weich und so, ne? Da muss man halt aufpassen, wenn man eine schwarze Hose trägt, das flusst dann halt auch ein bisschen ab. Aber, ja, das macht es ja nur die ersten zwei Male beim Tragen und danach ist alles wieder tutti. Also beim Kleiderbügel geht es tatsächlich jetzt auch von der Flusigkeit her. Ja, finde ich auf jeden Fall schön und werde ich jetzt auch tatsächlich häufig tragen. Dann bin ich wieder Richtung Abendlook gewechselt und habe mir jetzt die Teile von Shein auch angezogen. Hier trage ich jetzt den Shein Blazer. Der ist sehr, sehr speziell, aber er sieht richtig cool aus. Ich finde den so hammermäßig. Den werde ich auch Weihnachten tragen dieses Jahr. Über Kleider kombinieren, über Pullis kombinieren, über allem Möglichen kombinieren, weil ich den so cool finde. Der ist ausgefallen, der ist extravagant und er mag, also ich mag, er mag. Er mag sich selber lieber, wenn er offen ist. Nein, ich mag ihn selber lieber, wenn er offen ist und nicht so gerne, wenn ich den Knopf halt zumache. Es ist speziell und du kannst ihn auch wirklich nur zu festlichen Anlässen tragen. Auch die Knöpfe sind sehr speziell, ne? Es ist speziell. Es ist wirklich so kurz vor, ich bin ein super kitschiges Kleidungsstück, aber er fühlt sich richtig gut an. Es ist ein schweres Teil. Und der ist halt von innen halt auch nochmal mit, natürlich, ne, dass er so eine leichte Fütterung halt drin hat und so. Ich finde den klasse. Ich finde den wirklich cool. Der hat was. Der ist einfach besonders. Und wie gesagt, zu festlichen Anlässen, gerade so Weihnachten, ne,
ist der klasse und das ist halt echt so ein klassisches Kleidungsstück, was du dann auch wirklich nur zu Weihnachten rausholst wahrscheinlich oder zu einer Weihnachtsfeier, sofern irgendwann mal wieder möglich. In der Firma finde ich das auch ganz cool, wenn du halt morgens in der Firma bist und da arbeitest und abends, wenn du dann halt zur Festlichkeit übergehst, dir einfach diesen coolen Blazer überwirfst. Ich finde es cool, ich mag den gerne leihen, ich feiere es hart, dass er Taschen hat, die real sind, dass man da auch wirklich so die Hände reinstecken kann und ich finde den auch cool, dass es so ein Long Blazer ist. Ich mag den einfach, ich finde den cool. Ich weiß gar nicht, muss der in die Wäsche? Nö, der muss nicht in die Wäsche. Weiter geht die wilde Reise mit einer anderen Freddy-Wear-Hose. Auch diese, die war jetzt ein bisschen teurer. Die hat jetzt 99 gekostet, beziehungsweise ich habe ja die Produkte im Sale gekauft. Da habe ich auch noch Rabatt drauf bekommen. Da weiß ich, blende euch das mal ein, ne? Genau, da war dieses Armband mit dabei. Ich glaube, das sind halt auch Armbänder, die passend dann zu den Knöpfen an der Hose sind. Also an diesen Popo-Knöpfen, die da mit bei sind. Also was man da am Popo halt so dran hat. Die fand ich besser, weil die war höher vom Bund her. Die war dementsprechend auch irgendwie angenehmer zu tragen. Die hatte nicht diesen Gummibund innen drin. Und ja, sie war halt gefälliger. Ich weiß nicht. Ich hatte nicht, weiß ich nicht, ne? Dieses Gefühl von, sie sitzt ein bisschen zu eng an den Hüften, wenn ihr wisst, was ich meine. Und sie hat halt keine Knöpfe vorne, sondern einfach einen langen Reißverschluss. Aber das ist halt sehr praktisch, wenn man halt enge Oberteile darüber trägt, weil sich dann die Knöpfe auch nicht abzeichnen. Das finde ich halt positiv. Auch hier haben wir leider keine Taschen mit dabei. Also sie macht halt auch wieder einen hübschen Po, ne? Steht außer Frage. Ich finde die klasse, ich finde die richtig toll und die mag ich noch lieber als die blaue. Und wenn ich mir noch weitere Freddy Wear Hosen holen wollen würde, wären die auf jeden Fall mit einer Mid-Waist oder High-Waist, also auf jeden Fall mit einem höheren Bund als die blaue, die ich da jetzt halt hatte. Ne? Genau, ja, so viel zu der Hose. Dazu habe ich kombiniert, das seht ihr ja auch schon in dem Einspieler, ne? Das Oberteil von Shein. Der dreht hier, das guckt ein bisschen komisch. Aber der Pulli sitzt total klasse. Ich mag den gerne, der hat eine tolle Länge, auch die Armlänge gefällt mir. Ja, ne? Mag ich gerne leiden. Ist sehr chillig, man kann ihn One-Shoulder tragen oder halt ganz normal mit einem V-Ausschnitt. Und ja. Das habe ich mir auch, genau, nicht kratzig und super bequem, habe ich mir auch noch dazu aufgeschrieben. Der gefällt mir richtig gut und das wird auch ein Pulli sein, den ich jetzt Weihnachten öfters tragen werde. Das heißt, Leute, ich muss echt zusehen, dass ich morgen mal Wäsche wasche hier. Oh ja, bei diesem Kleid hatte ich erst ein bisschen Angst, dass ich den Reißverschluss nicht aufkriege, weil er sich so ein bisschen verhakt hatte. Aber als ich das dann hingekriegt habe und mir das Kleid angezogen habe, habe ich das so hart gefeiert, weil es sitzt einfach so wundervoll. Es sitzt nicht eng, aber es sitzt wie eine zweite Haut. Ich kann da noch 5 Schnitzel gefühlt mit essen. Es hat einen hammer krass geilen Ausschnitt. Das heißt, wenn ich nicht irgendwie zu eskalativ sein möchte, sollte ich vielleicht noch einen Top drunter tragen oder so, ne? Wie man halt so möchte. Es ist super schön von der Länge her. Also ich glaube, das werde ich sogar wirklich Heiligabend tragen. Ich finde das angenehm auf der Haut. Es hat ein schönes Innenfutter, sodass das Kleid dann halt auch so ein bisschen wärmer sich anfühlt. Ne? Die Armlänge gefällt mir, weil das auch schön lange Arme sind. Und wenn ich da jetzt auch so richtig Weihnachtsschmuck und so zu kombiniere, wird das so festlich aussehen. Mir gefällt auch diese Wickeloptik, die das Kleid hat, weil das einfach alles so schön macht. Also mir gefällt das Kleid richtig gut und ja, Holla die Waldfee-Ausschnitt habe ich das übrigens genannt. Das war meine Bezeichnung. Nun werden wir etwas chilliger mit einem roten Rentierkleid von Shein in der Größe M. Übrigens, das rote Shein-Kleid, was ich euch eben gezeigt habe, war auch in der Größe M. Das hier mochte ich auch ganz gerne leiden, aber Achtung, es ist schon durchsichtig. Ne? Man sieht da auch so ein bisschen, dass ich einen dunkelblauen BH drunter trage und es ist auch ein bisschen kurz. Auch da muss man aufpassen. Also das würde ich jetzt niemals ohne Leggings oder so tragen, weil da hätte ich die ganze Zeit Angst, dass mein Popo rausguckt. Das muss ja auch nicht sein. Ansonsten finde ich das ganz schön. Vom Stoff sehr angenehm, sehr weich und sehr schön tragbar. Es ist nicht kratzig oder so, ne? Gefällt mir ganz gut. Ich mag den Printer drauf. Ein schönes Winterkleid und ja, mag ich. Ne? Ein schönes Weihnachtskleid. Ich würde es ja tatsächlich dann auch so ungefähr ab August, ne, wenn ich anfange mit den Adventskalender-Unboxings, auch schon in Videos tragen, hätte ich nichts drum bei. Ich mag das gerne leiden. Ich finde es hübsch und ja, finde aber das, was ich jetzt noch danach tragen werde, ein bisschen schöner. Denn da habe ich jetzt das grüne Rentierkleid an, auch in der Größe M, auch von Shein. Und das ist nicht ganz so durchsichtig und das ist auch ein Ticken länger. Also das mache ich definitiv lieber leiden, genau. Mag ich lieber leiden, weil es halt nicht durchsichtig ist und weil es länger ist. Und das, ich würde so oder so immer im Winter ja auch Leggings oder sowas tragen. Aber manchmal hat man ja auch irgendwie Bock auf eine blickdichte Strumpfhose oder sowas. Oder auf eine hautfarbene Strumpfhose, die man dann ja auch anzieht.
Könnte ich tatsächlich mit dem grünen Kleid hier auch tragen. Ja, das mag ich richtig gerne leiden. Ich finde das einfach schön. Genau. Hat einen schönen Print drauf, den ich einfach, oder nicht Print, das ist ja ne, gewebt, auch richtig reingewebt. Du siehst es ja auch von innen. Das hat jetzt auch kein Innenfutter, genau wie das rote Kleid auch nicht. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwie zum Beispiel einen BH anhat, der irgendwelche Strasssteinchen oder sowas hat. Ne? Der könnte sowas halt ein bisschen aufrübbeln. Das wäre dann ziemlich uncool zu Weihnachten. genau. Aber ansonsten, schickes Kleid, mag ich gerne leiden, würde ich tragen. Tja, Leute, ne? So wie eigentlich fast jeden Shein-Haul oder jeden Fashion-Haul, den ich so habe, schließe ich das Ganze natürlich mit einem sehr bequemen Teil ab. Und zwar habe ich mir ein Weihnachtspyjama von Shein gegönnt. Alto Belly finde ich den geil. Größe M. Ein bisschen kurz an Arm und Bein, ja. Ein bisschen kurz auch in der Gesamtlänge vom Oberteil, ja. Aber ich finde die toll. Ich bin total schockverliebt in dieses Teil. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde den klasse. Ich finde ihn auch sehr, sehr warm. Ja, sehr, sehr warm. Ne? Also man muss halt wirklich jemand sein, der es auch gerne nachts dann warm mag. Ansonsten könnte es sein, dass es schwitzig ist. Es ist super flauschig. Es ist irgendwie knuffig. Du hast da Rentiere drauf und Schneeflocken. Und man fühlt sich einfach wie Kevin allein in New York, oder? Ist so gefühlt irgendwie so dieser Schlafanzug dazu. Ich finde den hart geil. Ich feiere den so mega und freue mich drauf, wenn morgen die Waschmaschine damit fertig ist und ich den direkt abends anziehen kann. Also wenn ich dann demnächst mal Instagram-Stories oder so mache, wo ich abends im Badezimmer bin, den werde ich sicher tragen und das werdet ihr dann auch sehen. Das Einzige, was ich hier mal wieder vermisse, sind Taschen, aber das ist mal wieder Jammern auf hohem Niveau. Ich und meine Taschen halt immer, ne? Aber ja, finde ich klasse. Ich mag den leiden. Ich finde den richtig gut und feiere den wirklich enorm. Das ist ja nur gewesen, der wahrscheinlich letzte Fashion Haul, den ich hier auf meinem YouTube-Kanal zeigen möchte. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Resonanz darauf nicht ganz so positiv war und dass man dann auch manchmal Nachrichten bekommen hat, die man eigentlich gar nicht bekommen möchte. Und da habe ich mir gedacht, dann halt nicht. Ne? Also ich mache diesen Content hier ja auch für euch und ich arbeite mit Kooperationspartnern, vor allem im Fashion-Bereich zusammen, um für euch Codes zu generieren oder zu bekommen. Und wenn ihr das nicht möchtet, das ist vollkommen in Ordnung, dann werden diese Kooperationen halt nicht mehr stattfinden. Auf Instagram werde ich euch halt immer wieder ein bisschen mehr von meinem Leben zeigen, von meinem Körper zeigen. Es hört sich so bekloppt an, aber halt euch dann mal das Outfit of the Day präsentieren oder so. Und vielleicht läuft es ja auch so, wie zum Beispiel bei Oceans Apart. Da hatte ich mir Anfang diesen Jahres auch schon Teile gekauft und habe dann jetzt Ende diesen Jahres einen Rabattcode für euch bekommen. Manchmal frage ich da einfach nach und bekomme dann einen für euch, ohne dass es da halt eine konkrete Kooperation gibt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass sowas für euch ja auch von Interesse ist und deswegen teile ich das auch gerne mit euch zusammen. Aber tatsächlich das dann nur noch auf Instagram. Hier auf YouTube ist dann vor allem Beauty-Content, vielleicht auch ein bisschen Lifestyle-Content. Sammy ist natürlich auch immer mit am Start. Genau, für mich sehr traurig, denn ihr habt es wahrscheinlich auch in dem Video mitbekommen. Ich genieße es sehr, diese Fashion Hauls zu machen und habe da auch echt Spaß dran. Aber naja, es muss euch ja auch gefallen, was ich hier mache. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ziehe ich die Konsequenzen. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem letzten Fashion Try-On Haul, vermutlich auf YouTube. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, Fashion Hauls, ja. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!